Ja, servus zusammen. Sonntagmorgen und ich suche dringend einen Psychiater. Ich weiß, ich bräuchte manchmal selber einen, aber für unseren Finanzminister. Ich weiß gar nicht, wer es mitbekommen hat. Er war in den USA unterwegs und hat dann allen Ernstes auf die Frage hin... Brennt mir auf den Fingern. Wie lange bleiben Sie noch Finanzminister? Wie lange hält noch die Koalition? Folgendes geantwortet. Also ich beabsichtige ja auch noch eine nächste, zweite Amtszeit als Finanzminister zu gestalten. Das ist schon sehr gewagt, Herr Lindner, bei einer Partei, die nicht mal 1% geholt hat bei den letzten Wahlen. Das ist schon sportlich, aber ich erinnere mich jetzt in der nächsten Aussage, die er getroffen hat, die ist nämlich noch besser, an der Untergang. Wer kennt noch der Untergang, wo dann der Führer sitzt und dann Armeen verschiebt, die es gar nicht gibt und gesagt hat, ich habe doch alles richtig gemacht und sowas. Jetzt passt mal auf. Also ich will nicht zuschauen, wie andere das, was wir uns jetzt erarbeiten an wirtschaftlicher Stabilität, geringerer Inflation, dass andere das wieder aufs Spiel setzen. Noch eine richtig geiler. Ich weiß nicht, wer von euch Jule C. kennt. Top, ich mag die Frau. Ganz tolles Buch geschrieben. Aber was hat die genommen, als sie bei Markus Lanz saß? Das muss man sich, glaube ich, klar machen. So jemand, der auf dem Dorf wohnt, der hat wahrscheinlich CO2-Fußabdruckmäßig die viel bessere Bilanz. Weil der fährt nie in Urlaub. Der hat ja gar kein Geld dafür. Der kauft auch nicht 1000 Konsumartikel, die er nicht braucht. Hat er auch kein Geld für. Der baut zum Teil sein Essen ja sogar selber an und fährt in Urlaub irgendwie ein Dorf weiter. Also der fährt in den Urlaub zum Nachbarort und baut sein Essen selbst an. Tatsache! Aber ansonsten ist die Frau C. wirklich eine ganz gute, die politischen klaren Geist hat. Ist nicht in meiner Partei, darum geht es gar nicht, aber ansonsten taucht sowas. Aber wie erkläre ich jetzt die Diskrepanz, die man anscheinend hat zwischen Dorfbewohnern, also den Neandertalern, und den Hochgebildeten aus der Stadt? Warte mal, da fällt mir was ein. Ham, ham, gut. Ham, ham, gut. Gluck, gluck, gut. Gluck, gluck, gut. Ja, nicht lachen, das darfst du heutzutage nicht. Erinnert euch noch, wie Tommy Gottschalk jetzt richtig lang gemacht wurde von unseren ach so tollen und Alleskönnern und besten Menschen der Welt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Der Beisenherz, alter Schwede, der ging ja gar nicht, dieser Typ. Aber er war sogar jetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich, unser guter Tommy. Und Tommy, du hast den Rückhalt der gesamten Community überall und zieh es bitte weiter durch, weil es ist einfach komplett lächerlich. Wir sind, glaube ich, alle mit dir groß geworden, zumindest ich. Ich fand es absolut irre damals, deine Sendung, deine Sprüche, das war richtig gut. Und es ist schon abenteuerlich, wie man heute jemanden in die rechte Ecke drängen will, der einfach nur so spricht wie vor 20, 30 Jahren. Ja, selbst Harald Schmidt ist ja jetzt schon, läuft da schon mit einer Binde rum? Ich weiß es gar nicht genau. Es ist irre. Wenn jemand sich entscheiden kann, er wacht als Mann auf und geht als Frau ins Bett, finde ich eigentlich etwas eigenartig. Und wenn ich eine Frau am Damenklo, am Herrenklo erwische, dann sage ich, was ist los, was ist passiert, kann man helfen? Und nicht, eine Frau, darf ich Sie herzlich begrüßen auf der richtigen Seite.